Ja, hallo. Mein Name ist Martin Hase. Ich bin jetzt hier der Versammlungsleiter. Und ihr wisst, traditionell während der Auszählpause besteht die Möglichkeit der freien Rede. Da gibt es auch eine Liste. Und wie vorhin schon angesagt, ist der Erste auf der Liste, der jetzt sprechen wird, wenn er sich hier einfindet, Emilio Paulini für den Bezirk Spandau. Der Zweite auf der Liste ist Christopher Lauer, der aber seinen Redebeitrag zurückgezogen hat, weil es einen speziellen Tagesordnungspunkt zu dem Thema Piratenfraktion gibt. Das heißt, der Nächste auf der Liste, der sich jetzt schon mal vorbereiten kann, ist Jan Hemme vom Squad Wirtschaft und Umwelt. Aber der Erste, der das Wort hat, ist Emilio Paulini. Oh, ist das hell hier. Hallo, Test. Ja, hallo. Wir sollten ja so ein bisschen aus dem Bezirk berichten. Freue mich, dass ich hier, hört man mich? Dass ich hier als Erster den Slot bekommen habe. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich berichte aus Spandau, auch Outer Rim Territory genannt ganz gerne. Bin Emilio Paulini, ich bin der Bezirksbeauftragte in Spandau und berichte ein bisschen aus dem Bezirk und ein bisschen aus der Fraktion. Wir sind seit dem letzten Mal, da stand ich auch hier, sind wir ein bisschen gewachsen. Wir haben inzwischen 3,5 Crews im Bezirk. Die Havelpiraten, die Zitadelle und die Crew Peter Pan als echte Bezirkscrews. Und die Faraday 13 ist eine Crew, die sich auf der Grenze zwischen Spandau und Wimmersdorf gebildet hat und letztlich für beide Bezirke agiert. Jede Crew hat so ein bisschen spezielle Fähigkeiten und stellt eigene Sachen auf die Beine. Wir haben Events, wir haben Infostände, wir machen strategische Planung und wir machen auch Präsenz auf Stadtteilfesten und den typischen Bezirkskram halt. Teilweise zeichnen die Crews ihre Audiositzung auf und stellen es in die Soundcloud vom Pupe, wo ich mich auch an dieser Stelle wieder für bedanke, wie ich es schon oft getan habe bei ihm. Wir machen regelmäßig ein Bezirksevent, das heißt, wir haben einen Raum dauerhaft gebucht, den wir alle 4 Wochen sozusagen kriegen, ist ein Seniorenclub und da laden wir unterschiedliche Zielgruppen ein, mal die Kleingärtner, Wohlfahrtsverbände, wir haben ein Event gemacht zum BGE, wir haben ein Event gemacht zum Wasser, da ging es darum, haben wir einen Film gezeigt, Water Makes Money, und anschließend darüber diskutiert. Also wir versuchen einfach ein bisschen Leben in den Bezirk reinzubringen und das wird auch ganz gut angenommen und auch in der Presse wiedergespiegelt. Wir haben für ein Jahr haben wir 15 Standorte gebucht, wo wir auf die Straße gehen und Infostände machen. Ein Stand, der erste Stand, den haben wir in der Altstadt gemacht, war ganz witzig, war ein Infostand gegen Fluglärm, ganz aktuelles Thema. Was vielleicht noch ganz gut kam, wir haben den Stand gemeinsam mit einer Landes-AG der Grünen gemacht, weil die Bezirksfraktion der Grünen da nicht zu bereit war, aber die Landes-AG da halt Lust zu hatte. Dann haben wir ein weiteres gemeinsames Event mit den Grünen, mit der GPS, so nennt sich diese Landes-AG, geplant. Da wird es also auch nochmal um den Fluglärm gehen. Und wir experimentieren im Bezirk mit verteilten Präsenzsitzungen, die wir via Mumble gekoppelt haben. Haben wir jetzt also auch schon ein paar Mal gemacht und es klappt ganz gut, sodass also Leute von überall sich in die Sitzung reinschalten können und mitreden können, als wären sie anwesend. Dann komme ich zur Fraktion, die hat sich inzwischen relativ gut in die BVV-Arbeit eingefunden. Wir machen fortlaufend Anträge und Anfragen, sind wir also relativ fleißig und haben also auch schon etliche Erfolge dabei erzielt. Wir sind integriert in den Ablauf, was natürlich Vor- und Nachteile hat. Vorteile sind halt, wir kriegen Dinge durchgesetzt. Nachteil ist, wir werden ähnlicher den anderen, die halt integriert sind. Das hatten wir vorhin ja das Thema, sehe ich auch kritisch, müssen wir weiter beobachten. Was wir an Erfolgen haben, wird auf unserem Fraktionsblog aufgezeichnet. Wir haben auch eine spezielle Rubrik, wo man direkt die Erfolge abrufen kann. Empfehlen wir auch allen anderen Bezirken und Fraktionen, diese Rubrik einzurichten. Ich helfe da auch gerne weiter bei Bedarf. Und die Fraktionssitzungen werden natürlich auch aufgezeichnet und beim Pupe auf der Soundcloud wieder abgelegt und meistens dann auch getaggt, damit man sich dazwischen schnell zurechtfinden kann. Arbeitspensum der Fraktionäre ist relativ hoch und verteilt sich für mein Verständnis noch nicht ausreichend auf weitere Schultern.
da hoffen wir halt, dass sich das verbessert und versuchen das auch zu erarbeiten. Eine Sache ist, wir werden eine Klausurveranstaltung machen zum Thema Kommunikation zwischen Basis und Fraktion. Und wir haben die nächste GV am 22.09. im Bezirk. Da wird es also auch um einen neuen Bezirksbeauftragten gehen, Wahl und was sonst noch so anliegt. Ach so, und wir werden auf dieser Gebietsversammlung vorbereiten, eine Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl. Bin auch gleich zu Ende, du guckst schon immer so skeptisch. Wir werden eine Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl machen und die werden wir auf der nächsten Gebietsversammlung planen. Die Aufstellungsversammlung wird zusammen mit Charlottenburg-Wilmersdorf besprochen und geplant, weil sich das Wahlgebiet halt überlappt mit Wilmersdorf. Und wir werden halt die Vorbereitung und die Orga zum Wahlkampf 2013 dann damit planen und in die Wege leiten. Ja, das war's. Schönen Dank, dass ich reden durfte und viel Spaß noch. Ciao. So, der nächste ist Jan Hemme, der kann sich schon mal hier hin bewegen. Währenddessen gibt es noch Ansagen. Moment, ja, währenddessen gibt es noch Ansagen. Ich muss das in die Hand nehmen. Und zwar gibt es eine LQFB Real Life Sprechstunde für Leute, die Probleme mit ihrem Account haben. Die können sich während der ganzen Versammlung an den Ingo wenden, der sitzt da hinten bei der Antragskommission und hilft auch bei Liquid Feedback Problemen. Also dort vorne, also rechts von der Bühne, rechts von mir, dort bei der Antragskommission kann man auch eine LQFB Sprechstunde in Anspruch nehmen. Der zweite Hinweis betrifft die Mitgliedsausweise. Die können abgeholt werden bei der Akkreditierung. Die ist aber jetzt nicht mehr am Eingang, sondern links von der Bühne hinter dem schwarzen Vorhang, also im Barbereich links von der Bar. Also das gilt für alle die, die vor Mitte Juni 2012 eingetreten sind. Deren Mitgliedsausweis ist fertig und kann dort abgeholt werden. So, und jetzt gebe ich das Wort an Jan Hemme. Ja, hallo, ich bin Jan Hemme, ich bin der Sprecher des Squads Wirtschaft und Umwelt, abgekürzt Squad WU. Also wenn er auf Twitter schaut und da einen Hashtag vormacht, vor Squad WU, dann findet er immer, was wir so machen. Und wir machen relativ viel, also wir sind eine sehr aktive Arbeitsgruppe, wir erarbeiten Anträge für Landes- und Bundesparteitage. Zum Beispiel haben wir hier einen, den wir hoffen, morgen behandeln zu können, nämlich einen Antrag zu energiepolitischen Grundsätzen. Und den hätten wir gerne als Positionspapier verabschiedet, damit wir hier im Landesverband auch eine Grundlage haben, energiepolitischer Art, auf der wir Entscheidungen treffen können und auch weitere politische Vorschläge erarbeiten können. Das fehlt uns nämlich aktuell, da wir nichts im Landesgrundsatzprogramm haben. So, was machen wir noch? Wir arbeiten gerne der Fraktion zu, also Philipp, unser Abgeordneter im Umweltausschuss im AGH, schiebt uns gerne mal Sachen rüber und dann erarbeiten wir Änderungsanträge oder eigene Anträge, da sind wir sehr aktiv. Wir waren das erste Squad, was überhaupt einen Beschluss wegen Antrag formuliert hat und ans AGH herangetragen hat, der sogenannte Spreepark-Antrag. Und da arbeiten wir gerade an einem Follow-up, den wir wahrscheinlich nächste Woche ins Liquid stellen und dann auch wieder hoffen, den im Plenum des AGH am Ende dann behandelt zu sehen. Wir treffen uns immer alle zwei Wochen, donnerstags 19 Uhr in der P9A. Kommt vorbei, wenn ihr Interesse habt. Wir sind ein Kreis von 8 Personen, harter Kern. Darum noch ein paar Leute mehr. Insgesamt sind wir so eine lose Gruppe von 15. Politikwissenschaftler, Biologen, Juristen, sehr interessant. Und wir freuen uns immer über neue Gesichter und wir glauben, dass auch andere da noch schön was beitragen können. Denn wir sind arbeiten sehr zielorientiert, vermeiden die Metadiskussion. Also wer wirklich was machen will, der ist bei uns richtig. Und kommt vorbei, wir freuen uns. Das nächste Treffen ist nächsten Donnerstag, also 19 Uhr, Bundesgeschäftsstelle. Wer Lust hat, kommt vorbei. Dankeschön. So, der nächste auf unserer Liste ist, ist Frank Röder vom Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Der kann sich nach vorne begeben und danach kann sich auch schon mal vorbereiten Franz Josef Schmidt vom Squad Steuern und Finanzen. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Frank Röder, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Bezirksbeauftragter in Tempelhof-Schöneberg.
und wollte jetzt ein bisschen was dazu erzählen, was wir so im Bezirk als Partei machen, wobei wir natürlich alles auch das machen, was die anderen auch machen, sei es Stände auf Straßenfesten und Märkten, wo wir uns präsentieren. Vielleicht, was wir anders machen, ist, dass wir so eine Art Live-Liquid da veranstalten, jedenfalls dann, wenn ein thematischer Bezug dazu besteht, und die Leute direkt fragen, was sie denn gerne hätten, und dann auch ihnen diese Art der Delegation erklären. Ist sehr mühsam, aber ich finde es insofern gut, als dass den Bürgern und Wählern dann gezeigt wird, wie wir arbeiten, wenn wir es auch dann digital tun. Wichtig ist mir eigentlich noch, weil in vielen anderen Bezirken gibt es diesen Posten gar nicht, dafür ein bisschen Werbung zu machen, denn das hat durchaus Vorteile, weil gerade die Neupiraten oder auch Interessierte, die noch nicht eingetreten sind, immer gerne eine gewisse Struktur vermissen, und der Bezirksbeauftragte oder wie wir ihn nennen, Gebietsvertreter, ist dann vielleicht so eine erste Anlaufstelle, der dann auch vermitteln kann, wie das Ganze bei den Piraten funktioniert und auch als Schnittstelle zwischen LAVO und der geneigten Basis, entweder der Alteingesessenen oder eben der Neuen, fungiert und da auch so ein bisschen Education betreibt, wie eben der Laden läuft. Also ich glaube, viele haben da selbst Piraten, die da lange dabei sind, irgendwie auch so ihren eigenen Weg. Das soll auch gut soll so bleiben. Also als Bezirksbeauftragter, der da gewählt wird auf einer Gebietsversammlung, soll man natürlich jetzt nicht dieses Up- oder Top-to-Bottom-Prinzip anderer Parteien übernehmen und quasi so eine Art Bezirks Vorstand oder Bezirksfürst sich als sowas gebärden, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber diese Art der Struktur, die keine ist, ist eben auch eine Alternative zu Bezirksverbänden, die wir ja laut Satzung ablehnen. Ja, das dazu. Vielleicht sage ich dann noch, was wir an konkreten Projekten auch im Zusammenhang mit der BVV-Fraktion gemacht haben. Da ging es einmal um den Lassenpark. Das ist ein Park in Schöneberg, der für viele, viele Millionen, nee, nicht ganz Millionen, aber viele Zehntausende waren es, gegen den Willen der Bürger und der entsprechenden Bürgerinitiative saniert werden sollte mit irgendwelchen Luxus-Marmor-Gehwegen. Das haben wir erstmal durch Eingaben zu verhindern versucht, haben auch eine Demo organisiert, und jetzt gibt es zumindest einen Kompromiss im Bezirk, dass die alten Bäume und Gehwege und auch die alten Bänke erhalten bleiben und vor allem auch die Anwohner, die Direkten, dass das in deren Interesse war. Und insofern haben wir damit natürlich auch wieder potenzielle neue Wähler gewonnen. Das sollte man ja trotz aller Basisorientierung nicht aus dem Auge verlieren, denn ich bin nicht der Meinung, dass wir nur eine Bewegung sind, sondern wir sind eine Partei, die sich gerade auch im Bezirk darstellen muss, damit man in der Tat wiedergewählt wird und in Parlamente kommt, weil nur da kann man wirklich was verändern. In der BVV ist das zwar gerade in Berlin ein bisschen eingeschränkt möglich, aber wenn man von vornherein sagt, man will keine parlamentarische Arbeit machen, dann kann man sich eigentlich auch die Organisation der Partei sparen. Dann kann man eine Bürgerinitiative gründen und das tun, was einen bewegt. Das ist meines Erachtens nicht der Sinn der Sache. Und damit bin ich auch am Ende. Vielen Dank. Okay. Der nächste ist Franz Josef Schmidt, wie schon angekündigt, Squad Steuern und Finanzen. Franz Josef Schmidt sollte schon mal nach vorne kommen. Danach ist dann, Moment, Michael Melter dran vom Squad ÖPNV, Ökosoziale Stadt. Franz Josef ist noch nicht da, ja, dann ist bereits Michael Melter dran. Michael,
Ging jetzt ein bisschen schnell, aber ist jetzt nicht zugegen. Das heißt, wir müssen eine Änderung vornehmen. Ah, der ist nun mal pinkeln. Naja. Gut, dann versuche ich die Zeit noch kurz zu überbrücken. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass man seine Mitgliedsausweise abholen kann. Links von uns, da an der Bar, und rechts die Liquid Feedback Sprechstunde in Anspruch nehmen kann. Ansonsten bitte ich auch ein bisschen ruhig zu sein. Es ist vorhin gefragt worden, wie diese Liste zustande kommt. Die gibt es bereits. Man kann sich dort noch eintragen lassen, wird dann hinten angeschlossen, und wir machen eigentlich immer abwechselnd jemanden aus der Liste der Crews und Squads und im Wechsel mit BVVs und Bezirke. Also diese beiden werden abgewechselt. Das funktioniert nicht immer richtig, weil Leute auch tauschen, weil sie sagen, ich kann jetzt noch nicht, ich bin noch nicht wach und so. Deshalb kommt es auch mal zu tauschen. So, jetzt ist aber Michael da, du hast das Wort. Das richtige Höhe, ja. Ja, hallo, manche von euch kennen mich vielleicht schon. Es ist leider noch ein bisschen untergegangen. Wir haben in Berlin ein spannendes Thema mit ÖPNV, fahrscheinlos, umlagefinanziert, abgabefinanziert. Und da kümmert sich derzeit ein Squad drum. Ein paar von unserem Squad stehen daneben. Wir sind ein ganz tolles Team, muss ich sagen. Und wir haben gleich vorneweg, das wird jetzt noch veröffentlicht, einen Flyer gemacht. Der ist leider noch nicht für alle da, aber da stehen die wichtigsten Sachen drin. Wir haben gedacht, wir müssen als Piraten dann halt auch mal unsere Wahlkampfthemen ein bisschen aufnehmen und das vorstellen. Wir haben dann gedacht, Berlin, Stadt der Zukunft, ökosozial, das ist eine gute Mischung, weil fahrscheinlos bzw. abgabefinanzierter ÖPNV ist ja gleichzeitig auch etwas für ein System für die Menschen, ein unkompliziertes System, was einen Stadtumbau ermöglichen soll, was einen barrierefreien Zugang möglich machen soll und weniger Lärm und Abgabe produziert und damit natürlich auch die Lebensqualität in jedem einzelnen Kiez erhöhen kann. Und darum haben wir uns ein paar Gedanken gemacht und haben angefangen, die Geschäftsberichte von S-Bahn und BVG durchzuarbeiten, sind an einem Rechenkonzept und werden dann halt im Laufe des Oktobers dann auch ein Rechenmodell vorstellen können, beziehungsweise wahrscheinlich schon in 2-3 Wochen, was auf den einzelnen Berliner zukommt, wenn wir ein fahrscheinloses System, ein abgabefinanziert oder umlagefinanziertes System dann einführen können. Wir haben auf jeden Fall dann da mehr Platz und Möglichkeiten. Und wenn man das in unserem Flyer dann auch, haben wir dann gesagt, gibt es verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Das ist das, was viele dann ja auch interessiert. Und da haben wir zum Beispiel eine Umlage über Grundsteuer B, Parkraumbewirtschaftung und Tourismusabgabe, Werbung und eben eine Transportsteuer nach dem französischen Modell. Das sind alles Möglichkeiten, die man auch frei kombinieren kann und die die Möglichkeit bieten, dass auch jeder einzelne Bezirk für sein Thema abstimmt und Möglichkeiten austariert, was jetzt der präferierte Stand der Dinge ist. Ich arbeite derzeit auch schon so mit den anderen Landesverbänden zusammen, also in NRW und Bayern und Hamburg, und wir probieren aus, was es für Möglichkeiten auch nach Regionen gibt, weil jede Region ja eigene Besonderheiten hat. In Berlin haben wir natürlich dann die Zusammenarbeit mit Brandenburg, damit wir dann einen Verkehr fahrscheinlos, wie gesagt, so dann ermöglichen können, der trotzdem bezahlbar ist. Das Interessante ist, wenn man wie so vielen, in so vielen Bereichen dann mal nachschaut, kann man feststellen, dass es wirklich machbar ist und dass man zum Beispiel das aufwendige Automatensystem einsparen kann. Wir haben ausgerechnet, dass es 110 Millionen Euro kostet, aber nur 20% der Fahrkarten ungefähr darüber abgesetzt werden. Das ist ein aufwendiges System, was man einsparen kann. Wir wollen keine Kontrolleure mehr, wir wollen eine Entkriminalisierung der Schwarzfahrer. Wir wollen die Justiz entlasten und halt insgesamt weniger Verwaltungsaufwand haben. Dazu muss natürlich das Netz ausgebaut werden, aber über eine bestimmte Umlage oder Abgabe kann man das so machen, dass letztendlich jeder Bürger und auch jeder Tourist freien Zugang in Berlin zum ÖPNV hat und auch bis nach Brandenburg rein.
Das sind also so die groben Maßstäbe. Und wie gesagt, wir haben einen Flyer, dann wollen wir noch einen Kaperbrief erarbeiten zum Thema, so dass dann halt für den Bundestagswahlkampf dann im Oktober, November dann alles fertig ist. Wer sich dafür interessiert, kann gerne im ÖPNV Ökosoziales Squad vorbeischauen. Wir haben eine Wiki-Seite oder mich ansprechen, also auf Twitter zum Beispiel Ingwerbär. Und dann wollte ich nochmal sagen, hier sind drei von unserem Team. Die Therese, die sich heute auch zur Wahl stellt, ist auch mit dabei und noch ein paar andere. Und ja, wenn ihr Fragen habt, gerne. Und ich freue mich, wenn wir damit auch einen Meilenstein setzen können für Berlin, für eine soziale Stadt mit Teilhabe für alle. Und nochmal herzlichen Dank an das tolle Team. Und wie gesagt, hier unser Flyer kommt bald. Und ich stelle es auch gerne, so ein Squad stellt gerne das ganze Konzept dann auch mal bei euch in den Crews oder auf der BVV vor. Also habt keine Scheu, uns dann anzusprechen. Machen wir gerne. Okay, danke. So, ich sehe noch keinen Wahlleiter. Das heißt, wir können weitermachen in der Liste. Die nächste ist dann Sabine Preusker aus Tempelhof Schöneberg, BVV. Hallo, mein Name ist Sabine Preusker. Im Netz heiße ich Sapre. Sapre? So? Moment. Technik, ja. Anfänglich wollte ich euch berichten von unserer Ausschussarbeit im Bezirk, aber ich habe jetzt mein Konzept etwas umgeschmissen, da ich so eine gewisse Frustration bei uns Piraten sehe. Bringt denn die Arbeit überhaupt was? Erreichen wir was? Ich bin fest der Meinung, wir Piraten bewirken etwas. Ich sitze in Tempelhof Schöneberg in der BVV. Wir sind dort vier Piraten, haben 18 Ausschüsse, die wir alle besetzen. Ich sitze in 7 Ausschüssen, bin noch darüber im Abgeordnetenhaus als piratenes Mitglied für den Unterausschussbezirk im Hauptausschuss. Und wir können was bewirken. In Tempelhof Schöneberg gibt es eine ganz komfortable Mehrheit von Rot-Grün, die auch in Zielgemeinschaft sind. So ist es leider völlig egal, wie wir abstimmen oder wie viel von uns anwesend sind. Aber trotzdem bin ich der Meinung, wir können was bewirken. Wie komme ich zu dieser Meinung? Ich nenne das mal das Ohrwurm-Ding. Ihr kennt es doch bestimmt alle. Ihr hört einen Song und am Anfang denkt ihr, oh nee, wer will denn sowas? Und was ist denn das für ein Müll? Das braucht keiner. Aber umso mehr ihr diesen Song hört, umso mehr kommt mit einmal euch der Gedanke, hey, das ist so anders, das finde ich richtig gut. Und zum Schluss kauft ihr oder kopiert oder was auch immer diesen Song. Und genau das ist das Prinzip, was wir mit unseren Piratenideen machen müssen. Immer wieder einbringen. Ich gebe euch ein paar Beispiele aus meinen Ausschüssen. Stefan und Michael, die auch hier sind, können bestimmt noch mehr dazu sagen. Wir haben den Hauptausschuss. Ich liebe diesen Ausschuss, der macht so richtig Spaß. Ich sehe mit einmal die Stadt mit ganz anderen Augen. Wenn ich durch die Straßen gehe, sehe ich jetzt mit einmal keine Bäume mehr, keine Laternen, keine Spielplätze mehr. Ich sehe mit einmal 2.000 Euro, 5.000 Euro, 100.000 Euro. Es ist echt toll, du lernst deine Stadt kennen durch den Hauptausschuss. Beispiel 1, Hauptausschuss, da ging es um die Sondermittel. Ich habe ständig rumkritisiert über die Vergabepraxis der Sondermittel. Habe das auch öffentlich gemacht, diese Kritik. Und das führte mit einmal dazu, dass wir ein Reglement überarbeiten im Sonderausschuss, wie mit den Sondermitteln umgegangen werden soll. Und dass wir doch bitte kritisch drüber nachdenken sollen, wem wir die Sondermittel zugestehen. Und surprise, surprise, alle finden es toll, alle wollen das machen, wir müssen drüber nachdenken. Das andere Thema ist der Bürgerhaushalt. Wir Piraten, gerade auch in Tempelhof Schöneberg, aber ich denke auch alle anderen hier in den Bezirken, fordern den Bürgerhaushalt. Wir fordern immer wieder in unseren Anträgen und unseren Reden mehr Bürgerbeteiligung, Transparenz, Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgermitbestimmung. Das hat jetzt dazu geführt,
dass wir in Tempelhof-Schöneberg 2010, 2014 einen Bürgerhaushalt kriegen. Die Personalstelle ist schon für dieses Jahr geplant. Und mit einmal finden auch alle Parteien das unheimlich gut, weil sie müssen ja auch die Bürger beteiligen. Denn Bürger sind gleich Wahlen. Nächstes Jahr haben wir Wahlen. Also müssen sie dafür sein. Zweites Beispiel ist unser, oh Gott, hoffentlich sage ich das jetzt richtig, dieses Wort, Ausschuss für Verwaltung, Kommunikation und Informationstechnik. Fürchterlicher Name, verhaspel mich ständig. Ja, als wir in die BVV gewählt wurden, forderten wir einen IT-Ausschuss. Das führte dann dazu, dass die anderen mit einmal hellhörig wurden. Aha, IT, müssen wir auch irgendwas machen. Gut, wir bekamen dann den Ausschuss Verwaltung, wollten ja auch noch ein bisschen was Eigenes haben, die anderen. Verwaltung, Kommunikation und Informationstechnik. Auch da haben wir Piraten bei jeder Gelegenheit im Plenum, in Anträgen, in Reden darauf hingewiesen, dass wir maschinenlesbare Dokumente möchten, dass wir Webseiten für den Bezirk haben möchten, wo die Bürger was finden, wo sie ein Informationsportal richtig haben. Und mit einmal, surprise, surprise, alle finden es toll. Die Webseite soll bunt werden und es soll was drauf sein und die Bürger sollen sehen, wie toll wir doch arbeiten, wir alle Parteien. Drittes Beispiel, Ausschuss, Ordnungsamt und Bürgerdienste. Ich war bei Bürgerveranstaltungen und habe beim Bierchen oder beim Einkaufen mit den Anwohnern geredet. Ich habe mit den Gewerbebetreibern geredet und daraus Anträge gestellt. Viele Anträge. Was daraus dann, darauf folgte dann, dass wir einen runden Tisch bekommen, an den Anwohner, Gewerbebetreiber und das Bezirksamt sitzen werden, um die Probleme gemeinsam zu lösen. Das Interessante aber an der Geschichte ist, dass die Grünen zur AGH-Wahl gerade mit diesem Thema an den Start gegangen sind. Es aber kein einziger Antrag bis dato abgeliefert haben. Wir haben die regelrecht vorangetrieben und so mussten Sie, Sie sind ja in der Zählgemeinschaft, haben ja auch diesen komfortable Mehrheit, dadurch haben wir den runden Tisch gekriegt. Die Grünen sind ja eh jetzt so toll drauf, weil wir haben sie vorgeführt, wir Piraten haben was gemacht, wozu sie ein halbes Jahr nicht fähig waren. Das führt jetzt zu einem, ja, ein Spielchen regelrecht. Das macht mir wahnsinnig Freude. Jede Rede, jeder Antrag wird bewusst von den Grünen fehlinterpretiert, damit sie sich aufspielen können, sich gut darstellen können und wir Piraten so als die dummen Anfänger, die nicht wissen, worum es hier geht, dastehen. Und das macht mir dann so richtig Spaß. Wenn ich im Plenum so einer BVV-Verordneten sage, er möge doch den Antrag richtig lesen und wenn er es auch noch verstehen könnte, das würde sehr hilfreich sein. Das macht dann die Arbeit so ein bisschen lebendig und macht Spaß. Ja, doch. Da wird so ein bisschen so der kämpferische Sport, der Sportgeist wird geweckt. Und deshalb mein Appell an euch, geht raus, redet mit den Leuten, geht, egal wo ihr seid, in der Kneipe, im Club, Mensch, redet mit denen, hört zu, fragt, was bewegt sie, was für Ideen haben sie, was können wir machen. Wir sind doch ein Tool für die Bürger. Wir sind keine Egomanen, die da irgendwie stehen und sagen, ich bin jetzt gewählt, ich bin jetzt so toll und mach, was ich will. Nein, wir sind ein Tool für die Bürger, das mit ihren Ideen und auch ihre, ja, ihre Probleme ein Gehör kriegen, eine Plattform kriegen. Und dann, ja, dann macht Anträge daraus. Findet euch in Squad zusammen. Geht in Fireteams, arbeitet die Ideen ab, macht, gibt uns Konzepte, Lösungsvorschläge rein. Denn es ist doch völlig egal, wie oft wir einen Antrag stellen und er abgelehnt wird. What the fuck? Dann schreiben wir den nächsten Antrag und den nächsten und den nächsten. Denn wir sind doch Piraten, wir sind doch angetreten, dass wir was bewirken wollen, dass wir was ändern wollen. Und ich bin da fester Meinung, wenn wir das so ständig machen, die berieseln, dann machen wir das nämlich genauso, wie ich es nenne, mit dem Ohrwurm-Ding. Danke. Applaus
Ja, ich sehe immer noch keinen Wahlleiter. Das heißt, zu meiner Überraschung müssen wir noch mehr hier fortsetzen. Er zählt noch, das heißt, der nächste auf der Liste ist dann Bettina Günther von den Sozialpiraten. Nein, Bettina Günther ist nicht da, das heißt, dann ist der nächste auf der Liste Thorsten Fischer und der Crew Mostly Harmless. Ach. Sorry, das ging ein bisschen durcheinander. Vorhin hatte ich die Ansage, in dieser Pause nicht. Also. Es tut mir leid. Ich konnte nicht damit rechnen, dass es so lange dauert mit dem Aussehen. Okay, also. Mein Name ist Bettina Günther. Im Wiki bin ich Tinte. Und ich möchte euch ein Projekt vorstellen von Squad Sozialpiraten und vom BVV Leaks. Dieses Projekt heißt Jobcenter Leaks. Die Idee dieser Sache ist, eine anonyme Beschwerdeplattform herzustellen, um alles rund um Hartz IV. Also man kann anonym Sachen eingeben, seine Erfahrungen bei der Arbeitsagentur und sowas. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist, es gibt ja viele Freiheitsrechte, die Bezieher von Sozialleistungen letztendlich nicht wirklich gewährt werden. Also das Bankgeheimnis zum Beispiel gilt zwar für Steuerhinterzieher, aber eben nicht für Hartz-IV-Empfänger. Die Unverletzlichkeit der Wohnung wird angetastet, indem man irgendwelchen Leuten seine Zahnbürsten vorzeigen muss. Und diese Erfahrung, die Menschen, die zur Agentur kommen, machen, mit denen stehen sie in der Regel alleine. Und oft wissen sie ja nicht mal, ob das, was die Mitarbeiter dort ihnen gegenüber machen, wirklich rechtens ist oder nicht. Die Frage ist, was kann man dagegen tun? Natürlich ist es jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, aber eine der Möglichkeiten, die wir uns mit diesem Projekt überlegt haben, ist, dass man seine speziellen Erfahrungen auf dieser Plattform Jobcenter Leaks posten kann. Also es gibt auch schon andere Foren, das wissen wir auch, und teilweise können die das auch sehr gut. Was wir uns gedacht haben, ist, dass für uns dieses Material auch sehr wichtig sein kann, weil die meisten Zahlen und die meisten Berichte über das Arbeitslosengeld II, die in der Presse landen, stammen direkt von der Arbeitsagentur. Das heißt, wir können das überhaupt nicht kontrollieren, ob das überhaupt so okay ist und nicht einfach nur schön geredet. Und unser Ziel ist es, zu zeigen, dass es viele kleine und große Unregelmäßigkeiten gibt, eigentlich im ganz normalen Hartz-IV-Alltag. Und eine Veröffentlichung von Beschwerden, eine Veröffentlichung von Zahlen, die wir selber sammeln auf die Dauer, könnte dazu führen, dass hier einfach mehr Transparenz und auch politische Kontrolle passiert. Diese Berichte könnten dann zum Beispiel Informationsgrundlagen sein für die kleinen Anfragen, die im AGH gestellt werden und ähnliches. Wir sammeln Informationen von Kunden. Bisschen Ruhe im Saal. Es wurde hier darauf hingewiesen, dass man die Rednerin nicht verstehen kann. Bitte etwas Ruhe. Danke. Also mit diesem Projekt Jobcenter Leaks sammeln wir Informationen von Kunden der Arbeitsagentur, nicht um die einzelnen AGE-Mitarbeiter anzuschwärzen, sondern letztendlich um zu zeigen, wie die Strukturen dort stattfinden. Und wir wollen auch eine Eingabemaske machen für Mitarbeiter der AGE, weil die oft selber ja unter enormem Druck stehen, befristete Arbeitsverhältnisse haben und ähnliches. Was bisher passiert ist, das Projekt ist seit einiger Zeit in der Planung. Wir haben verschiedene Fragebogen entworfen und jetzt hat Johannes Ponader einen WordPress-Blog
mit dem Namen Jobcenter Leaks eingerichtet, der jetzt erstmal wie so ein kleines Forum funktioniert und jetzt nach und nach ausgearbeitet werden soll. Das heißt, auf die Dauer soll diese im Moment offene Eingabeform zu einer im Grunde teilstandardisierten Eingabeform weiterentwickelt werden, damit man das auch mit Datenbank bearbeiten kann. Dann wird es einen redaktionellen Teil geben, wo wir auch selber was schreiben können und, sagen wir mal, ansatzweise eine Beratung von Leuten, die sich mit Fragen an einen wenden, also zumindest in dem Rahmen, dass man einfach Leute auch weiterweisen kann an qualifizierte Beratungsstellen und ähnliches. Diese Arbeitsgruppe Jobcenter Leaks trifft sich quasi auf Zuruf, relativ unregelmäßig, und wir laden alle ein, die Interesse an sowas haben. Unser nächstes Treffen ist am Mittwoch, den 26.09. im Welcome 21, das ist in Friedrichshain in der Mainzer Straße 16. Wir treffen uns 18.30 Uhr. Und wir suchen gerne auch noch Leute, die Lust haben mitzumachen, und vor allen Dingen auch gerne Leute, die Lust haben, mit uns diese technische Seite umzusetzen, also die Webseite zu gestalten, diese Fragebögen in irgendeiner Form zu programmieren. Nochmal ganz kurz, warum wir denken, dass so eine Plattform sinnvoll ist. Transparenz schaffen über das, was in den Jobagenturen läuft. Öffentliche Kontrolle der Jobcenter erhöhen, damit die sich ein bisschen genauer überlegen müssen, was sie machen. Informationsgrundlage für politische Entscheidungsträger und letztendlich natürlich auch die Lust zu wecken, Alternativen zu schaffen zu Hartz IV und über sowas wie BGE nachzudenken. Ja, vielen Dank. So, ich sehe den Wahlleiter, aber er ist noch beschäftigt. Das heißt, wir haben noch eine Rede. Der nächste auf der Liste ist Olaf Witte vom Squad Gesundheit. Gut, der ist nicht da. Dann Steven Frank, GB Treptow-Köpenick. Steven Frank ist auch nicht da. Das ist jetzt problematisch langsam. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Steven Franke, ich bin der Gebietsbeauftragte Treptow-Köpenick. Wir haben aktuell 201 Mitglied, worauf wir sehr stolz sind. Wir sind ja flächenmäßig der größte Bezirk. Und da ist es dann, dass wir doch relativ schwierig Budget aufzutreiben, weil halt die Fläche ja nicht im Verhältnis zu den Einwohnern steht. Trotzdem haben wir immer wieder es geschafft, Infostände aufzubauen, Menschen zu werben. Und ich bin jetzt seit 3 Wochen auch gewählt als Gebietsbeauftragter. Und also ich glaube schon, dass wir in Treptow-Köpenick ordentlich was bewegen, auch mit unserer BVV, mit der ja 4 Leute drin sitzen, wo auch alle heute da sind. Und also ich bin sehr zufrieden mit meinen Mitbürgern, mit meinen Mitpiraten, und wir haben eine gute Zukunft vor uns. Ja, vielen Dank. Jetzt hoffe ich, ist der Wahlleiter fertig. Es sieht so aus. Wunderbar. Das heißt, wir setzen jetzt unsere Sitzung fort. Das heißt, bitte nehmt Platz und seid bitte ruhig, denn es ist jetzt auch spannend. Bitte Ruhe, und es geht jetzt, die Sitzung wird jetzt fortgesetzt. Das Wort hat der Wahlleiter. Ja, wir haben ein Ergebnis. Es wurden... Silenzio, Silenzio. Es wurden abgegeben 293 Stimmen, 3 davon waren ungültig. Davon sind entfallen 94 auf Benjamin Meyer, das gibt 32,08%. 98 auf
Eleanore Chaudhry, das sind 33,45%. Es gab 234 Stimmen auf Gerhard Anger, das sind 79,86%. Ihr könnt gleich weiterjubeln. Es gab 104 Stimmen auf Gerwald Klaus Brunner, das sind 35,49%. Michael Hartung hat 73 Stimmen bekommen, das ist 21,50%. Stefan Blieding hat 99 Stimmen bekommen, das sind 33,79%. Therese Lehnen hat 45 Stimmen bekommen, das sind 15,36%. Und Uwe Wilhelm hat 14 Stimmen bekommen, das sind 4,78%. Ich danke euch und würde jetzt gerne den GA haben, um ihn fragen zu können, dass, ob er seine Wahl annimmt oder nicht. Lieber GA, nimmst du deine Wahl an? Ihr wartet jetzt drauf, was ich jetzt sage, gell? Ja, ja, ich nehme die Wahl an. Vielen Dank. Ja. Damit haben wir einen neuen Vorsitzenden. So, bevor wir jetzt zur Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden kommen, gibt es wieder einen Geschäftsordnungsantrag. Dieser Geschäftsordnungsantrag lautet sinngemäß, ich muss es sinngemäß wiedergeben, weil die Formulierung etwas irreführend ist, lautet sinngemäß, dass nach der Wahl der Stellvertreter des Vorsitzenden eine Ponytime vollzogen werden soll nach § 9, 14 unserer Geschäftsordnung. Gibt es dagegen Gegenrede? Es gibt formelle Gegenrede, das heißt, ich stelle das zur Abstimmung. Hebt jetzt bitte eure Karte, ob ihr dafür oder dagegen seid, eine Ponytime nach der nächsten Wahl zu vollziehen. Ich sehe eine überwiegende Mehrheit, damit findet nach der nächsten Wahl eine Ponytime statt. Die Versammlungsleitung wird bestimmen, welche Folge das ist. Ich bin für Informationen dankbar. Wollen wir zufällig die gerade schon eingereicht? Ich glaube schon. Und vorbereitet? Nach der Wahl. Okay, ich möchte nochmal darum bitten, dass wir mitten in der Tagesordnung sind. Ich kann verstehen, dass ihr GA gratulieren wollt, aber bitte setzt euch. Ich bin auch gerade darauf hingewiesen worden, dass man nicht gut sehen konnte, wie die Mehrheitsverhältnisse waren, weil hier Leute im Gang stehen. Bitte setzt euch hin. Ursula Haase, bitte setzen. Bitte setzt euch hin, sonst geht es nicht. Bitte nochmal hinsetzen. Hinsetzen, GA und der andere da. Hinsetzen, sofort. So, jetzt kommen wir zur Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden und das Wort hat wieder der Wahlleiter. Ja, liebe Versammlung, wir gehen jetzt zur Wahl des oder der Vorsitzenden über. Hiermit stellvertretenden Vorsitzenden, Entschuldigung, der stellvertretenden Vorsitzenden, ich eröffne hiermit die Kandidatenliste. Ich möchte bitten, dass sich Kandidatinnen hier einfinden, auf dass wir sie demnächst vorstellen können. Ich werde dann sogleich die Liste aller Kandidatinnen vorlesen. Also,
Wer als stellvertretender Vorsitzender oder stellvertretende Vorsitzende kandidieren möchte, muss sich jetzt zur Bühne begeben. Gibt es noch Kandidaten und Kandidatinnen, sonst schließe ich die Kandidatenliste in wenigen Sekunden. Falls ja, sollen die jetzt schreien und winken und hier zur Bühne laufen? Nora? Ich sehe sie gerade nicht. Es wird noch nachgefragt, ob die Nora kandidieren möchte oder nicht. Nora möchte nicht kandidieren, gut. Dann schließe ich jetzt die Kandidatenliste. Wir haben hier... Ja. Ja. Die Neuzugänge könnt ihr einmal kurz rüber und euren Namen sagen, damit ihr euch erfassen könnt. Hier einmal zur. Einmal kurz den Namen sagen. Sortiert bekommen. Brauchen noch kurz, bis unsere Erfassung das drin hat. Ich könnte auch einfach so den Namen erfahren. Moment. Der Mann in Blau, bitte deinen Namen. Der Herr in Blau, bitte kurz den Namen. Volker Schwarz. Ja. Gut. So. Sind alle da? Dann haben wir hier auf der Kandidatenliste. Ja. Ich lese sie. Genau. Ah, ich krieg das Funkmikro. Oh, das ist Zucker. Ich nehme jetzt diese Tafeln und sorge dafür, dass diese Tafeln in alphabetischer Reihenfolge den Leuten gegeben werden, damit es keine Verwirrung mehr gibt. Ich bitte nochmal um Ruhe. Gut. Wir haben hier auf der Kandidatenliste Benjamin Meyer. Ich kann mir den nie merken. Ah, Entschuldigung. Den Gerwald Kraus-Brunner. Moment, ich suche dir kurz deine 2. Es wird gebeten, diese Teile demnächst in richtiger Reihenfolge aufzulisten. Es gibt, die 2 ist verloren gegangen. Gut, Nummer 2 ist Gerwald Kraus-Brunner. Ah, Nummer 3 ist Klaus-Dieter Krause. Nummer 4 Stefan Blieding, Nummer 5 Therese Lehnen und Nummer 6 Volker Schwarz. Ich übergebe jetzt an die Versammlungsleitung für die Befragung und wünsche euch viel Spaß. Ruft gleich mal die 2 aus. So, jetzt gibt es natürlich wieder die Möglichkeit der Vorstellung. Wir haben immer noch die Zeitbegrenzung von 3 Minuten. Das heißt, die Kandidaten, die sich noch nicht vorgestellt haben, sollen sich jetzt mit maximal 3 Minuten vorstellen und dann kommt die Kandidatenbefragung. Ja. Die Nummer 3 hat
wäre jetzt die Nummer 3, die sich als erste vorstellt. Hallo. Guten Tag. Bitte Ruhe. Guten Nachmittag schon inzwischen, liebe Freunde und Freundinnen. Ich heiße Klaus-Dieter Krause und soll mich als Erster vorstellen, weil ich neu dazugekommen bin. Ich möchte mich als Stellvertreter bewerben, weil ich denke, ich muss auch hier mal die Demokratie testen. Ich möchte mich eigentlich für die älteren Herrschaften einsetzen, hier unter den Piraten, beziehungsweise auch über die Rente und über das Bürgergrundeinkommen und über solche Dinge möchte ich, also über diese Themen habe ich Zugang gefunden zu den Piraten und wollte da vielleicht in einer aktiveren Weise mitarbeiten, als ich bisher mitgearbeitet habe. Mich interessiert auch zum Beispiel die Rotation und die Quotenregelung. In diesem Falle, dass ich sage, es gehört zu einer Partei, die jetzt im Augenblick immer weiter wächst, dass auch die verschiedenen Bevölkerungsgruppen vertreten sind. Zum Beispiel die Arbeitslosen oder auch die Rentner. Dafür werde ich mich einsetzen, neben meinem vielleicht dann Job hier ehrenamtlich als Stellvertreter dieser Aktion. Ich, um das mal vorwegzunehmen, habe politisch nur im Verein gearbeitet, Kunstverein, die sich auch mit Politik beschäftigt haben, und habe auch eine Partei gegründet, die ich die Partei Interim nannte und die sich grundsätzlich mit einem Thema beschäftigt hat, die Einführung des Bürgergrundeinkommens. Die Partei ist ja nie irgendwo zu den Wahlen angetreten und deswegen denke ich, bringt das hier kein Problem mit sich. Ich bin Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und interessiere mich deswegen auch für die Zukunft, die atomfrei und fossilenfrei abgehen soll und bitte? Energie über Fossilien frei abgehen soll, also wie zum Beispiel Japan jetzt erklärt hat, dass sie in 40 Jahren aus der Atomenergie aussteigen wollen, die Merkel inzwischen ja auch gesagt hat, dass sie etwa 21 aussteigen will, so bin ich der Meinung, das kann man auch noch ein bisschen beschleunigen, indem man hier solche energierelevanten Themen wie Elektromobilität der Stadt und so weiter ausbauen kann. Das sind so meine Ideen und Gedanken, die ich mit einbringen möchte in die Parteiarbeit. Und zu meinen anderen Hintergründen brauchen wir jetzt nichts zu sagen. Wird nachher noch kommen. Dankeschön. Ja, der Frank. Der Volker, Entschuldigung. Hallo, ich bin Volker Schwarz, ich habe mich ja kurz vorher vorgestellt, also ich bin seit 2009 bei den Piraten und habe mich eigentlich immer aus allem zurückgehalten und ich habe jetzt die Notwendigkeit gesehen, mich zu engagieren und deswegen kandidiere ich für den Vorstand. Ich möchte besonders die Transparenz und die Zusammenarbeit mit den einzelnen Sachen verändern. Und zwar ist das die Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand und Fraktion und die Zusammenarbeit mit den Squads und dem Vorstand, dass die ganzen Sachen jetzt kommunikativer werden. Bisher hat es irgendwo nicht geklappt, es ist auch nicht nach draußen gedrungen, was irgendwo überall beschlossen worden ist und es bleibt irgendwo immer drin. Und von den Piraten kommt in der Öffentlichkeit eigentlich nur immer die Shitstorms an und die anderen Sachen selten. Und das, finde ich, muss entscheidend verbessert werden und da möchte ich als stellvertretender Vorsitzender auch dem Vorsitz direkt mitkandidieren. So, das war's eigentlich. Danke. Dankeschön. Jetzt beginnt die Kandidatenbefragung. Ich sehe aber niemanden am Mikrofon.
wäre jetzt der Zeitpunkt, zum Mikrofon zu gehen, sonst schließen wir die Rednerliste. Aha, gut. Also da ja der Herr Anger gewählt worden ist, er hat ja so ein schönes Beispiel gebracht, was er sich vorstellt, Gelassenheit durch Transparenz. Ich würde jetzt von jedem derjenigen, die ja dann sein Stellvertreter wäre, gerne wissen, was Sie dazu sagen. Ich finde es ein schönes Motto. Ich sagte ja auch schon eingangs, was wir brauchen, ist ein bisschen mehr Ruhe als die Unruhe, die wir jetzt in der letzten Zeit hatten. Deswegen super Motto. Stehe ich dahinter. Ja, also mein Vorredner hat es schon gesagt. Ich sage auch, das ist von Gerhard Anger eine sehr gute Idee und ich unterstütze ihn natürlich dabei. Werde natürlich auch ein paar eigene Ideen einbringen, die ich vorhin schon mal skizziert habe, ansatzweise. Dieses Konzept, was GA entwickelt hat, ich finde es sehr gut, ist ja ursprünglich auch ein Teil dessen, was er in diesem Podcast kritisiert hat, unsere Arbeit betreffend. So, ich finde es gut, dass wir uns mal Gedanken machen, nicht einfach nur sagen, wir sind transparent, wir haben irgendwie Möglichkeiten, sich zu beteiligen, wir sind Mitmachpartei, sondern auch zu hinterfragen, ob es wirklich funktioniert. Bisschen mehr Ruhe im Publikum, bitte. Kind kann nichts dafür. Also, ich stehe noch hier, weil ich auch für dieses Konzept von Gerhard Anger stehe. Stehe voll dahinter. Ist ein Mosaikstein dazu, um ein bisschen mehr Barrierefreiheit und Beteiligungsmöglichkeit, mehr Partizipation in die Partei zu bringen. Ich stehe voll dahinter. Ja, zur Transparenz kann ich nochmal wiederholen, dass ich eigentlich Befürworter der Quotenregelung wäre und dazu gehört natürlich, dass sich jeder, der irgendwo ein Amt übernimmt in der Partei, auch gewisse Kommunikation nach unten oder auf gleicher Ebene vertritt, sodass sich so etwas herausbilden könnte, wie jeder Abgeordnete hat ein Squad oder eine Crew. Und kann daraus dann schöpfen, sodass er auch zum Beispiel Dinge übergeben kann an andere, also die Mitarbeit untereinander breiter fächern kann und dadurch eine Transparenz von alleine sich schafft. Ich hatte sehr große Probleme, wenn ich das noch sagen darf, schnell überhaupt reinzukommen. Ich habe mich ziemlich viel Energie gebraucht, um überhaupt in die Systeme zu kommen. Und das möchte ich eigentlich anderen, die Interesse haben an der Partei, aber einfach diese Stufe nicht bringen oder nicht so schnell bringen können, dass die es besser hinkriegen, schneller zu den Themen und zu den Inhalten in der Partei zu kommen, dann hätten wir auch eine Verstärkung, die sowieso ganz von alleine käme. Natürlich bin ich für Transparenz, aber natürlich muss eine Strukturänderung stattfinden, damit man auch alles findet, was man sucht und nicht erst stundenlang braucht, damit die Transparenz auch wirksam wird. Und Gelassenheit braucht man natürlich immer, weil sonst zerflattern wir uns. So, die nächste bitte. Und ansonsten, alle Anwesenden über 4 Jahre in diesem Raum sollten schweigen. So. Ja, hallo, mein Name ist Björn. Eine erste Frage an den Klaus Dieter. Wann hast du dich denn zur Wahl entschlossen? Wie konnte die Partei dich kennenlernen, beziehungsweise wo hast du die Partei kennengelernt? Weil die Aufstellung kommt jetzt ein bisschen überraschend. Danke. Ja, ich habe die Partei während 2009 kennengelernt, und zwar, weil ich einen Laden in Neukölln habe, wo ich meine Kunst auch darstelle, mein Atelier, und da kam es halt zu Begegnungen mit Piraten und Begegnungen mit Leuten, die Interesse haben am Grundeinkommen, und daher habe ich die ersten Kontakte geknüpft und bin da auch in verschiedenen Crews und in verschiedenen Squads gewesen. Und wie gesagt, mein Schwerpunkt ist, das Grundeinkommen einzuführen, und das ist auch hier noch nicht in dem Berliner Programm drin, deswegen bin ich auch dafür oder möchte sozusagen dafür sorgen bzw. helfen, dass dieses
dieser Programmpunkt auch in diese Agenda kommt. Ja, also entschlossen habe ich mich dann, weil ich denke, es ist immer besser, parlamentarisch vorzugehen als außerparlamentarisch. So. Entschuldigung, die Frage war nach dem wann, also heute spontan oder? Achso, zur Kandidatur. Zur Kandidatur entschieden habe ich mich einfach aus dem Grunde, weil ich sage, Demokratie muss gelebt werden und nicht einfach nur immer so angesagt sein. Achso, genau wann? Ja, wann, als ich ungefähr begriffen habe, wie man sich dazu bewerben kann im Internet. Tschüss. Okay. Wir haben ja in letzter Zeit festgestellt, dass wir in der Kommunikationskultur Defizite haben, dass es Probleme gibt unter den Mitgliedern, sich relativ zivilisiert auszutauschen und zu kritisieren. Und meine Frage an euch ist, was wollt ihr im Vorstand daran ändern? Also wir haben ja einen Schulungsbedarf festgestellt. Was tut ihr jetzt dafür, dass die Streitkultur innerhalb der Piratenpartei sich verbessert? Also ich finde, oder meine Erfahrung bisher ist die, dass es so wie heute hier auf persönlichen Treffen eher selten zu diesen Eskalationen wie auf den Mailinglisten kommt. Und Mailinglisten sind halt so ein Phänomen, die führen sehr schnell zu Missverständnissen. Ich behaupte auch mal, dass einige Leute, die da sehr viel Traffic machen, heute überhaupt gar nicht hier sind. Von daher können wir, was dieses Mailinglisten-Thema betrifft, können wir das ignorieren. Wenn es hier zu ähnlichen Fällen kommen würde, würde ich mir Gedanken um die Piraten machen. Aber die ich persönlich getroffen habe, mit denen kann man reden. Na, ich bin ja noch nicht gerade dafür bekannt, dass ich Blümchen drum binde, wenn ich was sage. Ich bin aber der Meinung, dass man, aber sagen darf, im Rahmen, da auch auf konstruktiver Ebene möchte ich bevorzugen, was man schlecht finde und gut finde. Und ich möchte auch, dass wir in dieser Partei den Weg einschlagen, dass jemand, der da zu doll über die Stränge schlägt, auch feststellt, dass im Internet nicht die Anonymität und die Sicherheit ist, die er meint zu haben, auch ganz klar Konsequenzen zu spüren bekommt. Und dass auch ganz klar kommuniziert wird, was das sein wird. Also so wie das manchmal auf Mailinglisten und Twitter abgeht, das bin ich der Meinung, darf nicht weiter so zugelassen werden. Da muss man auch ganz klar mal irgendwo eine Grenze ziehen. Die muss natürlich vorher definiert werden, bevor man das umsetzt. Ja, wie gesagt, diese Kommunikation oder die Art und Weise miteinander umzugehen, ist halt eine so, ja, wir sind halt manchmal ein bisschen flapsig, ich bin auch beim Trollen teilweise nicht zimperlich, ich versuche es trotzdem irgendwie das Gegenüber als ein Mensch zu sehen und dass man halt, wenn solche Sachen auffallen, es auch anspricht und sagt so, hier funktioniert es halt nicht, hier ist es nicht von Respekt geprägt, der Umgang miteinander, irgendwie mit den Leuten reden ist das, was komischerweise immer hilft. Ich danke erstmal für die tolle Frage, denn das ist genau mein Thema, die Kommunikation. Ich kommuniziere gerne im persönlichen Gespräch. Und wenn ich jetzt in den Vorstand gewählt werden sollte, so ist es für mich auch sehr wichtig, im Vorstand die Kommunikation zu pflegen, unterhalb den Vorstandsmitgliedern. Das ist also ein Hauptpunkt und ich denke, dass man da schon sehr viel abfedern kann, dann, dass es gar nicht so nach außen in irgendeine Streitkultur hineinkommt. Was ich aber wichtig finde und betonen muss, der Diskurs innerhalb der Partei, die verschiedenen Meinungen und die Möglichkeit, auch verschiedene und auch Mindermeinungen zu vertreten, halte ich für ganz wichtig und das finde ich auch toll an den Piraten. Danke. Ja, die Kommunikation ist eine sehr wichtige Sache. Die ist nämlich die Grundlage für die Auseinandersetzung und für irgendwelche Ziele, die man anstrebt. Kommunikation hat verschiedene Seiten, einmal die direkte, verbale und einmal die Internetkommunikation. Da bin ich der Meinung, dass die Internetkommunikation frei bleiben soll und verstärken müssten wir eigentlich die verbale Kommunikation. Die Kommunikation muss in dem Punkt besser werden, dass es mehr um die Sache geht und nicht einfach nur wild dahergeplappert und persönliche Angriffe geht. Wir müssen halt, ich finde, es muss auf jeden Fall immer sachbezogener werden.
Hallo, ich habe eine Frage an Faxe. Du hast ja jetzt schon was gesagt, warum du spontan kandidierst. Du hast auch schon was gesagt zu dem Zeitpensum. Deswegen wollte ich nochmal spezieller nachfragen, nämlich ob du glaubst, dass du die Leute, die sich von dir wünschen, dass du in den Landesvorstand, dass du dafür kandidierst, denen genauso gerecht werden kannst, den Erwartungen, als auch die Bürger, die dich gewählt haben, ins Abgeordnetenhaus. Also ich meine damit, dass, wie gesagt, zum Zeitpensum hast du schon was gesagt. Ich denke, zu deinen eigenen Ansprüchen wirst du wissen, warum du hier stehst und kandidierst. Ich wüsste halt bloß gerne, ob du nicht der Meinung bist, dass die Ansprüche, die die Bürger, die dich gewählt haben, ins Abgeordnetenhaus da vielleicht in Konflikt geraten mit den Menschen, die sich dir im Landesvorstand wünschen. Ja, nach Gesetz ist ja Partei und Fraktion getrennt. Inhaltlich wie auch politisch ist Parteienfraktion durchaus viele Gemeinsamkeiten. Dementsprechend hat man an den meisten Punkten, wenn man jetzt politisch aktiv wird, sowohl in der Fraktion als auch in der Partei dasselbe in einem Durchgang abgearbeitet. Es ist klar, und das habe ich auch nie verschwiegen, dass das durchaus kritisch sein kann, dieser Anspruch. Und der Anspruch auch vielleicht darunter leidet, wenn ich es nicht hinkriege, bestimmte Sachen frühzeitig weiter zu delegieren, weil es heißt ja nicht, weil ich jetzt im Vorstand bin oder stellvertretender Vorsitzender, dass ich alles selber machen muss. Das hat nirgendwo einer gesagt. Ich muss nur im Endeffekt darauf achten, dass das so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe und den Überblick behalten. Aber das heißt nicht, dass ich selber die ganze Arbeit machen muss und dementsprechend, wenn ich das vernünftig konstruiert kriege, dann auch dieser Widerspruch nicht so auftaucht, wie du das klassifizierst. Also ich sehe durchaus da einen kritischen Punkt, aber ich sehe ihn jetzt nicht so kritisch, dass ich hier jetzt nicht kandidieren würde. Aber das Delegieren ist doch auch Arbeit. Also ich meine, genau das ist ja die Arbeit, die du dann dort tun würdest. Das ist ja Delegieren ist, ich muss einmal einen Prozess definieren, wie eine Delegation aussieht, was ich dafür machen muss. Das ist einmal viel Arbeit, danach ist es lediglich abrufen und die Parameter zu ändern. Das ist jetzt nicht eine Riesenaufgabe, wo ich 5 Tage am Stück dran sitze. Ich habe zum Beispiel eine Aufgabe, wer macht die Großplakate? Dann schreibe ich auf, was braucht man für die Großplakate, was gehört dazu, wie viele Leute braucht man dafür, meine Ausschreibung. Dann stelle ich das der Partei zur Verfügung, wer möchte mitmachen, habe eine Deadline reingesetzt, bis dahin dann müssen sich welche gemeldet haben, dann schaue ich nach und wenn es zu wenig sind, motiviere ich, dass sich noch mehr zu berufen fühlen und so weiter. Das ist nur als ein Beispiel deutlich mal, wie das funktionieren kann. Also ich sehe jetzt nicht das Problem, dass ich bei jeder Delegation da jetzt tagelang zu tun habe, um das hinzukriegen. Also wenn man das vernünftig gemacht hat, dann hat man es 2-3 Stunden und fertig. Macht ja der bestehende Vorstand ja schon vor, mit seinen Umlaufbeschlüssen hier und so weiter. Okay, vielen Dank. Oliver? Ja, hallo erstmal. So ziemlich alle von euch haben gesagt, dass ihr das Kommunikationsverhalten im Landesverband wahnsinnig schlecht findet, dass ihr es teilweise zu aggressiv findet und so weiter. Dazu mal die Frage aus bei den meisten oder zumindest bei manchen von euch gegebenen Anlass. Wie bewertet ihr euer eigenes Verhalten auf Mailinglisten, auf Twitter in Bezug auf Deeskalation und gewaltfreier Kommunikation? Also auf Mailinglisten halte ich mich eigentlich weitestgehend zurück. Meine E-Mail-Adresse ist benny@fnordifnordroughnecks.de. Das kann ja jeder gerne überprüfen. Es gibt nur eine Liste oder eine Arbeitsgruppe im Bund, mit der ich mich ab und zu mal im Sinne der Sache streite. Das ist die AG Drogen. Und wir haben halt ein grundsätzliches Missverständnis mit der IG Suchtpolitik hier. Da würde ich sagen, war ich vielleicht 1-2 Mal zu laut, aber sicher nicht so laut, dass man sich beschweren muss. Und insofern mein eigenes Kommunikationsverhalten würde ich mir jetzt selber nichts vorwerfen. Wenn jemand mir was vorwerfen kann, darf er gerne antreten. Also ans Mikrofon natürlich. Ja, durchaus eine gute Frage. Auf Mailinglisten bin ich eigentlich nur am Lesen. Auf Twitter bin ich durchaus derjenige, der da ganz schön vorne wegprescht. Aber ganz klar nochmal als Hinweis, ich reagiere auf irgendwas. Ich habe selten bis kaum selber irgendwas gestartet. Das möchte ich nochmal ganz klar machen.
der Streit wird von mir weitergetragen und ausgeführt, aber ich habe nicht das Ding initiiert. Ich habe auch nie abgestritten, dass ich nicht derjenige bin, der durchaus sich da zurücknehmen kann und sollte. Aber auf der anderen Seite muss ich mir nicht alles gefallen lassen. Und wenn ich jemanden als entsprechenden Menschen bezeichne, das ist, wenn das im Rahmen der Meinungsfreiheit noch abgedeckt ist und kein Strafgesetz verletzt, meiner Meinung nach durchaus mal schon angemessen. Wenn ich mal so höre, was über mich gesagt wird. Ich kann heute Abend mal meine Timeline wieder ausmisten gehen. Ich schätze mal, da gibt es ganz nette Kommentare. Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Mailinglisten lese ich zurzeit auch fast nur noch, antworte sehr wenig, auf Twitter. Einige von euch folgen mir, wissen, dass ich da teilweise sehr groteske Sachen schreibe. Ich bin mir aber dessen bewusst und versuche irgendwie eine Grenze zu finden, also irgendwie niemanden persönlich anzugehen und gegenseitigen Respekt aufrechtzuerhalten. Also ich bin mir dessen bewusst. Ja, also ich kann nur sagen, ich benutze Mailinglisten dazu, wozu auch sie da sind, um sich zu vernetzen und miteinander zu informieren über irgendwelche Dinge, Termine, sonst was. Das zu meinen Mailinglisten-Erfahrungen, obwohl ich natürlich nicht alle Mailinglisten aus Berlin abonniere, bis jetzt. Auf Twitter, muss ich sagen, halte ich mich sehr zurück. Ich twittere also wenig, ihr lest sehr wenig von mir auf Twitter, aber ich muss zu meinem eingestehen, ich lese öfter mit. Und ich muss sagen, ich interveniere auch nicht immer bei allen Lästerrunden und vielleicht müsste ich auch ein bisschen eher einschreiten. Okay. Ja, ich muss leider sagen, auf solchen Meinungswegen bin ich zurzeit noch ziemlich wenig unterwegs. Ich habe eine eigene Website, wie gesagt, die heißt www.parteiinterim.de. Da verbreite ich sehr viel über meine jetzigen Dinge, die ich mache. Und das kann auch Zugang, ich kann mich auch mal vernetzen mit der Wiki Piratenpartei, dann könnt ihr das auch lesen oder könnt es auch so lesen. Ich halte mich eigentlich mit Kommentaren immer relativ zurück und wenn ich denke, es ist zu hart, lasse ich jemand nochmal drüber lesen, da ich denke, oft wird sonst jemand verletzt und das habe ich bisher so gehalten, daher habe ich eigentlich, denke ich, niemand verletzt. Ja, mein Name ist Michael, Frage an alle Kandidaten. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten bei der Wahl. Entweder ich wähle euch alle nicht oder ich könnte euch alle wählen, weil ich irgendwie ein bisschen orientierungslos bin, wenn ich von euch eigentlich wählen kann. Frage deshalb an jeden Kandidaten, warum soll ich dich und nicht den anderen den Vortritt geben? Natürlich auch irgendwo eine gemeine Frage. Aber also ich stehe hier, weil ich mir wünsche, dass ein bisschen was von der Bewegung erhalten bleibt. Wir sind jetzt irgendwie in der Politik angekommen und bin, glaube ich, lang genug dabei, um auch vermitteln zu können, wenn es drauf ankommt. Und kann als selbstständiger Systemadministrator die Zeit investieren und möchte mich jetzt eigentlich nicht über meine Mitkandidaten äußern, wenn du es wirklich nicht weißt. Wähle entweder alle oder keinen. Ne? Also wenn ihr was sagen wollt, stellt euch bitte am Mikrofon an. Ich kann nicht erkennen, ob jemand noch auf der Rednerliste ist da. Ja, ich sage ganz klar, ich bin vielleicht nicht der beste Kandidat, aber bei mir weiß man, wie es ist, was man wählt und was drinsteckt und was dran steht. Bei mir ist keine Fassade dran und ich mache euch nichts vor. Wie gesagt, der Beste bin ich bestimmt nicht, aber es gibt auch genügend, die anders dastehen. Die Frage ist ja eine Variation von der musst du für das, was du machen willst, im Vorstand sein Frage. Ich weiß, dass ich das schon gemacht habe. Ich glaube, dass wir, wie gesagt, ich kandidiere auf Counselor, was halt so irgendwie vermitteln im Landesverband ist. Haben wir bis jetzt noch nicht im Vorstand. Ansonsten muss es halt nicht unbedingt an mir sein. So, ich würde zum Beispiel Benny wählen, so, wenn du eine Wahlempfehlung brauchst. Das ist natürlich keine so schöne Frage gewesen von Micha, weil du weißt genau, ich rede ungern über andere Menschen, sondern dann lieber über mich und fasse mir an die eigene Nase.
Wenn ich jetzt ganz einfach anfangen würde, könnte ich sagen, okay, binäre Einteilung, ihr seht, die Chromosomen sind so und so verteilt, ich bin die Einzige mit XX, die hier steht. Das wäre aber ein bisschen zu einfach. Ich denke mir, ich meine es ernst mit dem, warum ich mich habe aufstellen lassen, sonst würde ich nicht hier stehen. Und ich bin mindestens so authentisch wie alle anderen auch. Und das ist eure Entscheidung und die kann ich euch nicht abnehmen. Ja, also wenn du der Meinung bist, dass ich besser in den Bundestag passe, dann brauchst du mich hier nicht zu wählen. Ansonsten müsstest du mich wählen. Also ich denke, ihr sollt mich wählen, weil ich die Zeit und die Kraft dazu habe, das Amt auch auszufüllen. Weil ich irgendwo mich die ganze Zeit, habe mir auch die Zeit auch freigeschaufelt, habe es mit meinem Arbeitgeber geklärt, dass ich während der Arbeitszeit das auch machen kann, dass ich genug Zeit und Motivation mitbringe, das alles zu handeln, was ein Vorstand oder ein stellvertretender Vorsitzender machen muss. So, bevor Olli spricht, es gibt einen Geschäftsordnungsantrag auf Schließung der Rednerliste. Wenn ich das richtig interpretiert habe, ich kommuniziere mit Georg jetzt in Gebärdensprache. Ja, also, es gibt diesen Antrag, gibt es Gegenrede? Ja, ist das formell oder? Ja, formell, dann stelle ich das zur Abstimmung. Wer ist für oder gegen die Schließung der Rednerliste? Ja, das ist eindeutig ein positives Votum. Damit wird die Rednerliste jetzt geschlossen. Wer also noch reden will, muss sich jetzt anschließen. Der Letzte in der Liste ist, ist Dennis. Sonst jetzt noch anschließen? Nein? Gut, dann ist Dennis der Letzte und Olli ist dran. Ja, dann nochmal Tacheles. Das eben waren alles ganz hübsche Antworten. Ich muss jetzt Gerwald nochmal direkt ansprechen. Findest du wirklich, dass dein Kommunikationsverhalten, das schon zu sehr, sehr vielen Konflikten, nicht nur auf Twitter, sondern auch zwischenmenschlich geführt hat, dass man das damit entschuldigen kann, dass du gerade heraus bist? Also muss man, um authentisch zu sein, wirklich permanent andere Menschen verletzen und sie vor den Kopf stoßen? Im Gegensatz zu manchen anderen hier mache ich das Wesen der Öffentlichkeit. Andere tun das in der Küche und reden dann über Leute. Ich mache das Wesen öffentlich nachvollziehbar. Ja, hallo, soll ich reden? Also ich bin Jan Aloahe. Meine Frage ist an alle Kandidaten. Habt ihr das Gefühl, dass aufgrund der Fragen hier ihr euch gut habt präsentieren können? Und welche Frage an euch selbst hat euch am meisten gefehlt hier? Vielen Dank. Ich sage jetzt einfach mal so, ich nehme es, wie es kommt und habe mir da jetzt nicht so viel Gedanken darüber gemacht, welche Frage noch fehlt oder noch kommen könnte. Und ich finde jetzt gerade bei der Stellvertreterwahl war es sogar ein bisschen wenig Frequenz, aber es kann ja wieder mehr werden bei den Beisitzern. Also ich darf mich nicht beschweren darüber, weil ich habe die Möglichkeit, wo man mir Fragen stellen hätte können, nicht wahrgenommen. Aufgrund meiner kurzfristigen Kandidatur. Dementsprechend ist natürlich entsprechende Fragen nicht so ausgearbeitet worden. Aber wie gesagt, da mache ich euch nicht den Vorwurf, muss ich mir den Vorwurf machen. Das Einzige, was ich noch sagen kann zum Liquid Feedback allgemein, da wird die Bestrebung unternommen, Klarnamens-Liquid einzuführen. Dem entgegensteht aktuell immer noch der Minderheitenschutz und der Arbeitnehmerschutz. Und solange das nicht gewährleistet ist, bin ich gegen diese Form des Liquid-Feedbacks. Insgesamt ist das auch kein Abstimmungstool, sondern ein Meinungsfindungstool, wo ich mir Meinungsbilder abholen kann, wenn ich nicht hier diese Versammlung fragen kann, weil die gerade nicht existiert. Ich hatte ja vorhin das Wort grotesk schon mal benutzt, ich werde es wieder benutzen. Natürlich ist es komplett grotesk, also wir können in jeder Crew eine Vorstellung machen, wir können im Kinski eine Vorstellung machen und hier eine Vorstellung machen. So, um die Leute wirklich kennenzulernen, müsste dieser Parteitag ein paar Wochen länger gehen.
Es ist kompletter Irrsinn. Wir wollen auch eine Bundestagsliste aufstellen. Da kommen 3 Leute drauf. Wir haben keine Ahnung, wie wir rausfinden, wer dort fähig ist und wer nicht. So, es ist nicht möglich. So, Aaron König zum Beispiel, ein schönes Beispiel für eine Fragerunde, die super funktioniert hat. Wir haben aber den Menschen nicht kennengelernt. Funktioniert meiner Meinung nach nicht. Zu der anderen Frage. Ich habe sehr vermisst, auch im Wiki, dass kritische Fragen gestellt wurden. War irgendwie 2009 viel mehr, ist dann irgendwann 2010, 11 auf eine sehr persönliche Ebene runtergebrochen worden, wo Leute, die komplett neu waren oder nicht innerhalb der Partei, sich teilweise über unseren Umgangston mit Leuten, die freiwillig ehrenamtliche Arbeit machen wollen, also wie wir mit denen umgehen, noch bevor die überhaupt gewählt sind, ist jetzt dadurch vielleicht, dass dann Leute zu krass fanden, komplett ausgefallen. So die Idee, eine LMV im September zu machen, war rauszufinden, ob wir einen neuen Vorstand wählen wollen und die nach hinten zu verlegen, dass wir die Möglichkeit haben, die Leute kennenzulernen. Wenn die Leute nicht kandidieren, kannst du sie nicht kennenlernen und wenn die Leute kurzfristig kandidieren oder irgendwie, wenn die anderen Leute im Wiki keine Fragen stellen, so kannst du halt vorher auch die Leute nicht kennenlernen. Bisschen Ruhe wieder im Saal. Ja, also ich hatte fast den Eindruck, nachdem mein Einstieg hier sehr unglücklich war und ich ein volles Blackout hatte, dass ihr mich ein bisschen schonen und schützen wolltet, aber das müsst ihr nicht. Ich bin jetzt souverän und habe meine Sicherheit gewonnen. Ihr könnt mich ruhig auch löchern und fragen. Es gilt auch schon in weiser Voraussicht für die nächste Runde. Welche Frage mir gefehlt hat, ich weiß nicht, es ist ganz schwierig, hier anständige Fragen zu formulieren. Ich müsste überlegen, wie würde ich an eurer Stelle mich etwas fragen? Ja, vielleicht wie organisiert ich bin, wie zuverlässig ich bin, aber das ist alles so subjektiv. Da kann ich euch sagen, ich bin natürlich super organisiert und super zuverlässig, aber ob ihr es mir glaubt oder nicht, das Vertrauen muss ich gewinnen und es ist schwer in so einer Versammlung und ich hoffe, dass ein paar mich jetzt mittlerweile kennengelernt haben und auch weiter löchern werden. Danke euch. Ja, ich mach's kurz. Hinter den Fragen stehen ja immer bestimmte Personen. Und davon ausgegangen würde ich sagen, war es eine ziemlich dünne Geschichte. Auf der anderen Seite, was soll man dazu sagen? Es kann hier nicht geklärt werden, haben meine anderen Kollegen auch schon gesagt. Ich hätte mir gewünscht, zum Schluss, dass man mich nach meinen Visionen fragt und so ein bisschen abtastet, wo meine Schwerpunkte oder wo meine Inhalte liegen, warum ich das mache, warum ich mir das antue. Ist nicht gekommen, kann ich nur sagen, wird es vielleicht später mal in der Diskussion. Mir hat eigentlich keine Frage gefehlt, weil ihr habt ja die Möglichkeiten gehabt, dass alles auf dem Wiki war, genug Zeit auch, die Fragen zu stellen. Die meisten waren ja alle drauf und ja, ich denke mal, die habe ich beantwortet, die Fragen, und hätte auch alle andere Fragen beantwortet. Hallo, ich bin Flo und ich hätte folgende Frage an alle Kandidaten. Was waren eure 3 größten Fails? Wie seid ihr damit umgegangen? Und was habt ihr daraus gelernt, dafür, dass in der Zukunft sich nicht wiederholen? Drei größten Fails, muss ich nachdenken. Einer in meiner persönlichen Sichtweise ist sicher der, dass ich schon relativ lange Mitglied bin und mir das vielleicht erstmal ruhig angeguckt habe. Und vielleicht früher schon hätte meine Meinung äußern können oder auch sollen. Zum einen, nächster Fail, wir waren einmal verdammt spät bei einer Orga von der Hanfparade, aber ich glaube, das erwartet man da auch. Dritter Fail, vielleicht kann mir jemand helfen, fällt mir keiner ein. Corny sagte, ich habe meine Direktkandidatur nicht gewonnen. Ja, das war, muss ich mir anrechnen, falls es nochmal dazu kommt. Also, dann werde ich natürlich alles dran setzen, beim nächsten Mal zu gewinnen. Klar, oder? Also Neukölln, Wahlkreis 1 oder 2, macht euch bereit.
Mein größter Fail ist, dass ich nicht ein strömungsgünstiger Ja-Sager bin, sondern auch ganz mal meine eigene Meinung habe, meinen eigenen Kopf. Und das ist durchaus mal auch ein bisschen kontrovers. Und das mag dann eine bestimmte Gruppe dieser Partei nicht. Und da bin ich mir auch nicht zu schade, dann zurückzuballern, wenn die dann anfangen zu meutern. Mein zweiter größter Fail ist, ich habe durchaus das eine oder andere kleine Schadensereignis verursacht im Zuge von CSD und Wahlkampftransporten, weil unsere Versicherung 1.000 Euro Selbstbehalt hat bei beiden Sachen, haben wir dann halt entsprechend zweimal 1.000 Euro bezahlen dürfen. Gut, kann man nicht verhindern, aber man hätte irgendwo dran denken können, dass man vielleicht eine Rücklage bildet, dass man vielleicht selber auch noch ein bisschen mehr dazu reinspendet, sodass das in Zukunft nicht passiert. Und was ich auch persönlich als ein Fail empfinde, dass die Großplakate, die wir uns im Wahlkampf gegönnt haben, so wenig Zuspruch gefunden haben von denjenigen, die seinerzeit da hätten für entscheiden können. Es gab richtig Gegenwind. Ich habe herausgefunden, dass ein Plakat sogar bewusst demontiert worden ist, als es aufgestellt wurde. Das finde ich dann nicht in Ordnung, weil ich das nicht geschafft habe, die Menschen so weit davon zu überzeugen, dass es gut ist und die Plakate stehen bleiben. Meine drei größten Fails waren, ich war letztes Jahr im Landesvorstand, habe dort, wenn ich zu viel gearbeitet habe oder keine Zeit mehr hatte, Dinge nicht abgegeben, das auch nicht gesagt. Dadurch zum Beispiel die Technik in der P9 nach der Amtszeit erst fertig geworden. Und was war noch? Genau, die Unterschriften für die Direktkandidatur habe ich nicht zusammengekriegt, hat Benni schon geschafft. Ein dritter fällt mir jetzt nicht ein. Und es ist, glaube ich, keine gute Idee, noch anderthalb Minuten zu warten, bis er mir einfällt. Aber wenn ihr... Be free. Ja, ich habe es natürlich jetzt wieder besser als die anderen. Ich bin noch nicht so lange dabei und kann nicht über große Fails berichten. Mein allergrößter Fail war wohl heute Mittag, als ich nicht mehr wusste, wer ich bin. Und vielleicht ist auch noch so ein Fehl von mir, dass ich einfach zu zurückhaltend bin beim Einfordern von irgendwelchen Infos und eigentlich es besser wissen müsste durch den Kontakt mit der Partei. Ich weiß, es gibt keine dummen Fragen, es wird von jedem geholfen und ich kann mich mehr trauen und ich werde Besserung geloben. Ja, ist ja ganz schön schwierig, sich in dieser aufgeregten Situation drei Fragen zu merken oder drei Fehler zu merken. Ich würde sagen, mein erster großer Fehler war, in der DDR den Mund aufzumachen. Mein zweiter größter Fehler war, meinem letzten festen Arbeitgeber gegenüber die Meinung zu sagen. Und mein dritter großer Fehler war vielleicht hier in die Pi-Partei einzutreten, in die Piratenpartei. Aber alle drei Fehler bereue ich nicht. Eigentlich habe ich auch nur einen Fehler, und zwar, dass ich mich eigentlich seit 2009 zurückgehalten habe und nicht mitgemacht habe, und den werde ich jetzt ändern. Und ansonsten gibt es eigentlich keine Fehler, weil ich keine gemacht haben kann. Ja, von mir die langweilige Standardfrage auch an die Runde nach Parteizugehörigkeit, Vereinen und Verbänden aktuell und vergangen, natürlich nur an die beiden Leute, die wir dazu noch nicht gehört haben, und für alle im Auditorium, die nicht jede Wiki-Seite gelesen haben. Also ganz kurz, ich war mal als Jugendlicher im Sportverein, glaube ich, 3 Jahre, und dann war ich 25 Jahre oder bin noch im Roten Kreuz, aber nicht mehr aktiv, und war von 1987 bis 1993 bei den Grünen. So, und ja, sonst nichts. Naja, ich habe 2 Biografien, eine im Osten, eine im Westen. Welche wollt ihr hören? Beide. Im Osten parteilos und im
Im Westen war ich auch parteilos, bis auf die Pi-Partei, von der ich schon erzählt habe. Ne? Und vielleicht einen Verein, den ich gegründet habe, kurz nach der Wende. Rechtsdruck e.V. hieß der, mit so ein paar Grafenzeichen in der Mitte. Und der hat sich um Leute gekümmert, die in der DDR wegen politischer Äußerungen im Knast gesessen haben. Dankeschön. Außerdem war es auch noch ein Kulturverein, ne? Ja, meine Frage richtet sich an diejenigen, die bei der Wahl des Vorsitzenden auch schon oben gestanden haben. Und zwar, wenn ich das dort drüben richtig erkennen kann, ist ein bisschen schwierig von hier, hatte keiner die einfache Mehrheit bekommen von euch. Und gemäß des Falles, der erste Wahlgang jetzt würde das Ergebnis bringen, dass wir keinen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Würdet ihr euch wieder auf die Bühne stellen? Klar, und ich zitiere jetzt was. Fallen ist keine Schande, aber am Boden liegen bleiben. Die Antwort ist ja. Ja, man muss auch berücksichtigen, dass der stärkste Kandidat ja jetzt Vorsitzender geworden ist und dementsprechend die Stimmen, die Gerhard Anger gekriegt hat, sich ja jetzt ein neues Zuhause suchen und dementsprechend irgendjemand von uns hier jetzt über 50% kommen wird beim Approval Voting. Sollte das nicht der Fall sein, wird gemäß unserer Wahlordnung der Wahlgang eh wiederholt werden müssen. Dann sehen wir, wie es aussieht. Also ich kandidiere und habe einen langen Atem, aber ich hoffe, dass ihr den nicht braucht heute. Ja, offenbar sind alle durch. Die Rednerliste ist abgearbeitet. Und das bedeutet, dass wir jetzt wieder zur Wahl kommen. Das heißt, der Wahlleiter hat das Wort. Vielen lieben Dank. Dann möchte ich mal wieder alle Wahlhelfer bitten, zu ihren Urnen zu gehen, um ihre leeren Urnen zu präsentieren. Außerdem habe ich noch zwei Sachen anzumerken, während mir die Wahlhelfer zu ihren Urnen gehen. Erstens, wenn ihr eine Stimme ungültig zeichnen wollt, dann tut bitte auch die Zahl neben dem Feld durchstreichen, damit wir sehen, dass es eine dass ihr für diesen Kandidaten nicht stimmen wollt. Dass ihr das Feld ausmalt und die Zahl daneben, damit wir das einfach präzise sehen. Zweitens, wenn ihr irgendwas anstimmt, irgendwas ankreuzt, was hier in diesem Stimmzettel, was in diesem Wahldurchgang nicht vorgesehen ist, dann macht ihr damit euren kompletten Stimmzettel ungültig. Also achtet darauf, dass ihr nur die Zahlen ankreuzt, die auch wirklich vorhanden sind. Gut, wir werden jetzt den... Gibt es hier jemanden, der nicht den Stimmzettel Nummer 3 hat oder den Stimmzettel Nummer 3 schon kaputt gemacht hat? Gibt es irgendjemanden, der Stimmzettel 3 nicht hat? Gut, dann nehmen wir Stimmzettel Nummer 3. Ich habe ihn jetzt gerade nicht zur Hand, aber irgendeine Farbe wird er haben. Der ist blau. Ich bitte darauf, die Wahlhelfer zu achten, dass sie die Nummer 3 auf der Ja-Karte ankreuzen und dass sie darauf achten, dass die Zahl auf dem Akkreditierungsbändchen mit dem auf dem Ja-Bändchen übereinstimmt. Gut, dann möchte ich jetzt bitte die leeren Urnen sehen. Gut, der Wahlgang ist hiermit eröffnet. Noch der übliche Hinweis an die Leute draußen. Draußen werden keine Stimmen mitgenommen. Ihr müsst reinkommen, wenn ihr wählen wollt. Ihr könnt jetzt wieder euch... Ja, genau, das wäre ja nicht mal, wenn ihr... Das ist wieder vom Tisch liegen. Ja, genau. Dankeschön.
1, 2 und 3. Kann die Technik die Saallichter anmachen, bitte? Bitte Technik die Saallichter anmachen. Ich höre gerade, die Haustechnik ist dafür zuständig. Kann jemand die Haustechnik verständigen, dass wir Licht im Saal bekommen? Bitte. Ja, wer spricht die Bar an? Muss jemand die Bar ansprechen? Also nochmal, der Haustechniker ist nicht da. An der Bar könnte man das machen, erfahre ich gerade. Kann jemand an der Bar fragen, ob wir dies nicht im Saal anmachen können? Zeitgleich die gleichen Anträge mit den gleichen
Das ist der Gewinner von vorhin, oder? Ja, aber... Eine kleine Orga-Durchsage. Die Stimmkarten 11227 sind abhandengekommen und werden gesucht und wir würden uns darüber freuen, wenn die bei der Versammlungsleitung abgegeben werden. Danke. Eine kleine Durchsage an den Horst. Könntet ihr bitte dafür sorgen, dass die Urne 9, die Urne der Herzen, auch bitte an der Kinderbetreuung vorbeigebracht wird, weil die da nicht wegkommen? Die würden auch gerne abstimmen. Ja. Ah, ich sehe, da geht sie schon. Sehr schön. Hat sonst jemand noch seine Stimme abzugeben? Wir werden den Wahlgang gleich schließen, wenn die Urne der Herzen fertig ist. Urne 9 fertig? Ah. Gut, wenn niemand noch seine Stimme abzugeben hat, dann schließe ich hiermit den Wahlgang. Ah, Moment, der Wahlgang ist noch nicht geschlossen, da hinten wird noch abgestimmt. Zurücktreten müssen, weil was Falsches. Gut, da jetzt hier
Niemand mehr abstimmt? Schließe ich hiermit den Wahlgang. Wir gehen jetzt zur Auszählung über und ich übergebe wieder an die Versammlungsleitung. Ja, vielen Dank. Es gibt wieder technische Durchsagen. Ich bin vorhin darauf hingewiesen worden, dass nicht jeder weiß, was mit links und rechts gemeint ist. Es ist ganz einfach. Im Parlament heißt links immer links vom Vorsitzenden und rechts heißt rechts vom Vorsitzenden. Das heißt, rechts ist da und links ist da. Also rechts dort an dem Schalter sitzt der Ingo und macht mit euch Liquid Feedback real life. Wenn ihr also irgendwelche Probleme mit Liquid Feedback habt, geht ihr dorthin. Links von mir, links neben der Bar, gibt es die Mitgliedsausweise für alle, die bis Juni 2012 beigetreten sind. Außerdem gibt es dort den Siebter, der direkt neben der Bar einen Stand hat und euch dort hilft, wenn ihr Fragen und Probleme zum Piraten-Wiki habt. Es ist kein Vortrag, es ist auch keine Fortbildung, aber wenn ihr konkrete Fragen habt oder irgendwie Hilfe braucht fürs Wiki, dann geht ihr dahin. So. Dann habt ihr beschlossen, dass es eine Ponytime geben soll. Diese Ponytime soll nach der Wahl stattfinden. Das ist jetzt ein bisschen unklar, was damit gemeint ist. Also wir interpretieren es so, dass es mit das jetzt gemeint ist, also während der Auszählung, bevor das Ergebnis bekannt gegeben wird. Das heißt, jetzt ist Ponytime. Es wurde etwas ausgewählt, und zwar von Simon, der hier die Technik macht. Der hat was zugespielt bekommen. Von daher weiß die Versammlungsleitung in diesem Fall so ein bisschen die Verantwortung von sich. Wir wissen auch nicht, was da kommt. Also jetzt Ponytime. Technik, bitte Ponytime. Die Technik, da probiert das nochmal mit dem Audio und dem Video. Die waren da nicht darauf vorbereitet. So, während die Technik die Ponytime vorbereitet. Ja, es wurde vorgeschlagen, dass Fu eventuell synchronisiert, wenn es keinen Ton gibt. Also Fu sollte sich bereithalten dafür. So, während das technisch vorbereitet wird, während sich Fu schon mal hierher begibt und die Technik die Ponytime vorbereitet, nochmal der Hinweis, dass es nach der Ponytime wieder einen Slot gibt mit Reden. Und zwar der nächste ist dann der Rolf. Ich wollte nur sagen, dass ich das natürlich nicht alleine mache, weil ich das letzte Mal mit Julia Schramm zusammen gemacht habe. Die ist aber, glaube ich, nicht hier, aber ich habe die Jella gesehen und die Jella ist Pony-Expertin. Also wenn, dann muss die Jella mitmachen. Ich höre gerade, wir haben Ton. Die Frage ist, wollt ihr Ton? Wir machen jetzt mal außer der Reihe Meinungsbild. Wer will Ton und wer will keinen Ton? Gelbe Karte will Ton, rote Karte will keinen Ton und Live-Synchronisation durch Fu und jemand anders. Meinungsbild. Also wollt ihr Ton, ja oder nein? Meinungsbild. Tja, das Meinungsbild ist durchmischt. Ist durchmischt. Also wir machen jetzt Folgendes, wir machen es salomonisch, wir machen halb-halb. Also ich bitte abzufahren, aber Fu und seine Partnerin, sein Partner sollten sich bereithalten.
fangen mit Ton an und dann sollen sich die beiden bereithalten und dann... Ton? Die erste Hälfte... Zwei sind vor dir. Noch eine technische Durchsage, stand ein Kinderwagen im Fluchtweg, der steht jetzt in der Garderobe. Kann die Technik mal durchsagen, wie lange sie noch braucht, sonst ziehen wir ein paar Reden vor. Okay, die Technik kämpft noch mit derselben und deshalb machen wir jetzt noch eine Rede, bevor das soweit ist. Der nächste auf meiner Liste ist Olaf Witte, Squad Gesundheit. Ah, ich sehe, Rolf ist auch schon fertig. Ja, dann los. Dann hören wir jetzt Rolf. Und Olaf Witte macht sich bitte fertig. Ahoi, liebe Piraten, wer sich noch an unsere Wahlparty, ja, ich hoffe, du hast einen Fahrausweis, wer sich noch an unsere Wahlparty bei Ritter Butzko erinnern kann, wo ich mich mit den anderen Parteien auseinandergesetzt habe und der weiß auch, dass ich zum Schluss gesagt habe, dass es mir nur endlich nach einem Jahr mühevoller E-Mail schicken und so weiter gelungen ist, Mitglied der Piratenpartei zu werden. Das bin ich jetzt seit über einem Jahr. Und deswegen will ich heute sozusagen mal mich nicht mit anderen Parteien befassen, sondern mit uns selber. Was ich so in dem ersten Jahr an wichtigen Dingen erlebt habe.
Die ganze Sache ging damit los, dass mir ein erfahrener Pirat gesagt hat, wenn du in der Mailingliste bist, pass auf, gibt Shitstorm. Daraufhin habe ich mir dann gleich bei der Berlin-Mailinglist angemeldet, bei der Ankündigung und bei allen 12 Bezirks-Mailinglisten. Weil ich ursprünglich dachte, Shitstorm ist ein Überangebot von preiswerten Cannabis. Als ich denn gemerkt habe, dass ein Shitstorm was anderes ist, bin ich ja trotzdem Abonnent geblieben. Dann ging das weiter, dann habe ich gelernt, wenn wir Wahlkampf machen, Kampagnen und so weiter, heißt unser Motto Themen statt Köpfe. Das habe ich zuerst nicht ganz so begriffen, aber dann wurde mir erklärt, pass auf Rolf, völlig klar, wenn über Köpfe entschieden wird, dann machen wir das nicht im Wahlkampf, sondern dafür gibt es Küchentische oder geschlossene Klausuren. Dann habe ich mir als nächstes mit dem Thema Schwarm und Schwarmintelligenz befasst. Und dabei kam mir so irgendwie die Vorstellung, dass wenn man an Schwarm denkt, also jedenfalls ich stellte mir denn so einen Fischschwarm vor und überlegte, Mensch, was wäre denn, wenn die Fische reden könnten? Wie kommt da der Schwarm und die Schwarmintelligenz zustande? Dann habe ich da also mal in diesen virtuellen Schwarm rin gehört und das wäre dann ungefähr so wahrscheinlich, dass dann einer sagt, na Mensch, hier mit dem hier leben hier, kann ich doch nicht zusammenschwimmen, der ist jeden Klarnamen und der da oben, der will wahrscheinlich nur einen Posten oder eine Beauftragung, das geht doch ja nicht und kickt dir den da unten an, 2 Jahre kein Sex, aber Polyamor im Wiki. So viel zum Thema Entstehen der Schwarmintelligenz, aber wie gesagt, bei Fischen, die reden können. Ansonsten habe ich natürlich gemerkt, das reale Leben bringt doch sehr viel Satire hervor, auch bei uns Piraten. Also wenn ich denn zum Beispiel mitkriege, dass wir in eben Bezirk plötzlich hörst, oh ja, wir sind dann auch dafür, dass eine Senioreneinrichtung geschlossen wird, mit der Begründung, naja, wenn wir den linken Fuß nicht amputieren, dann muss der rechte dran glauben, das sind die Sachzwänge, sind eben so. Und so wird denn das ein Bein gelaufen zur normalen Fortbewegung. Und ehrlich gesagt, dachte ich immer, wir sind doch genau gegen so eine Politiker auf hier und eingetreten, die sowas bringen. Und dann gab es noch eine schöne Posse im Abgeordnetenhaus. Die wirkte sich gerade erst letzten Donnerstag aus, bei der letzten Plenarsitzung. Die Vorgeschichte. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt einen Piraten im Abgeordnetenhaus, der beginnt jeden Tag immer so, dass er in sein Zimmer tritt. Bildschirm, Bildschirm an der Wand. Wer ist der Medienstar im Land? Und derjenige traf zufällig einen Zollbeamten. Und der Zollbeamte sagte, Menschenskinder, ich möchte die gleichen Kompetenzen haben wie auch so ein normaler Bulle, so ein Polizist eben. Also ungefähr so, um beim Fischschwarm zu bleiben, der Pilotfisch kommt an und sagt, ich hätte gern auch Zähne wie der Hai. Ja, unser Pirat sagt, ja Mensch, klar, ich brauche ja auch mal wieder was für die Medien, wunderbar, super Idee, ich mache dir so einen Antrag. Unsere Juristen sagen, ja, was ist das für ein Quatsch? Seit wann wollen wir sowas hier, die sozusagen die Staatsorgane mit noch mehr Vollstreckungsmitteln ausstaffieren? Das ihr habt eine Liquid-Inni, auch das Ergebnis eindeutig, lasst die Finger davon. Ja, und trotzdem wurde der Antrag letzten Donnerstag behandelt, weil ihn keiner zurückgezogen hat. Und dann das interessante Ergebnis, die Minderheit von unseren Piraten stimmt dafür, die Mehrheit dagegen, der Rest enthält sich. Sozusagen zur Freude aller haben wir gezeigt, dass noch nicht mal die eigene Fraktion das in der Lage ist, sozusagen sachthemenmäßig irgendwie sich zu einigen oder zu koalieren. Naja, das sind so die Possen des Lebens. Und jetzt zum Schluss noch ein ganz aktuelles, ich will ja mal was Positives sagen.
Ein ganz aktueller Fall, war auch letzte Woche erst am Mittwoch in der Abendschau. Vielleicht wisst ihr das, in Friedrichshain, in der neuen Bahnhofstraße, 9 bis 17 sind mehrere Schulen untergebracht, Berufsschulen und auch die Hochschule für Wirtschaft und Recht. Da kannst du zum Beispiel studieren, die rühmen sich auch für ihre Verbindung von Theorie und Praxis, kannst du Zwangsversteigerungsverfahren studieren, und das konnten jetzt die Leute am eigenen Leibe erfahren. Der liebe, nette Kunstmäzen und Investor Nicolas Berggrün hat für ein Appel und ein Ei dort alles erworben, 25.000 Quadratmeter, und hat am nächsten Tag allen Schulen, der Hochschule, den Berufsschulen, den Gewerbemietern mit Sonderkündigungsrecht zum 31. März gekündigt, gegen alle Versprechungen, sitzen dort in Friedrichshain jetzt 1.400 Schüler und Studenten ohne Schulungsräume demnächst auf der Straße. Ein ganzer Bildungsstandort in Friedrichshain wird platt gemacht. Die Abendschau wollte darüber aktuell berichten, denn hieß es, nee, Anweisung von ganz oben, wahrscheinlich aus der Senatskanzlei, wir dürfen nicht. Wir haben mit der, von der Crew Prometheus in Friedrichshain Kontakt aufgenommen zu den Leuten. Es sind übrigens bis im Vorjahr noch über 5 Millionen Euro Steuergelder vom Land und vom Bund dort verbaut worden, um eine moderne Hochschule und Berufsschule dort auszustatten mit baulichen Maßnahmen, was jetzt zurzeit die Berggrünbagger alles abreißen und auf den Müll schmeißen. Die Friedrichshainer Piraten treffen sich nächste Woche mit den Betroffenen. Es wird Aktionen geben. So macht Piratenarbeit Spaß und ist geiler als Fahrscheinkontrolle. Danke. Ja, ein Berliner, der was Positives sagt, dass ich das noch erleben darf. Und jetzt aber Pony Time. Who recommend your lives? Tell you what to do, what to do.
Also, wir haben ein Ergebnis, das heißt, wir setzen jetzt die Sitzung fort. Bitte begebt euch auf eure Plätze und stellt das Reden ein. Der Server ist weg. Ja, der Server ist weg. So, das Wort hat der Wahlleiter. Dankeschön. Ja, haha, gut. Also, wir haben ein Ergebnis. Es wurden 324 Zettel abgegeben, davon waren 10 ungültig. Kleiner Hinweis, Wahlzettel, wo nichts draufsteht, halte ich als ungültig. Nee, das ist nicht korrekt. Nicht korrekt? Doch. Ich erzähle erst mal und dann klären wir das. Also, es entfielen 177 Stimmen auf Benjamin Mayern, das sind 55%. Auf Klaus-Peter Klaus entfielen 101 Stimmen, das sind 31%. Auf Gerwald Klaus Brunner entfielen 20 Stimmen, das sind 6%. Auf Volker Schwarz entfielen 157 Stimmen, das sind 48%. Auf Stefan Bliedung entfielen 110 Stimmen, das sind 34%. Und auf Therese Lehn entfielen 19 Stimmen, das sind auch 6%. Ich bitte Benjamin Mayer auf die Bühne. Benjamin, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an und bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch. Es gibt einen GO-Antrag. Vielen Dank. Es gibt einen GO-Antrag von Gerwald Klaus Brunner. Da. Ich bitte, ich habe einen GO-Antrag auf Wiederholung der Auszählung der Stimmen. Es kann nicht sein, dass ich im ersten Wahlgang über 100 Stimmen hatte und im zweiten nur 20. Also das erklärt sich mir überhaupt nicht. Also es gibt einen Antrag auf Wiederholung der Auszählung. Ist das gültig? Nein, es gibt keinen Antrag auf Wiederholung der Auszählung. Tut mir leid, der Antrag ist nicht gültig. So, ja, damit setzen wir die Sitzung fort. Stehen weitere Wahlen an, weil es sie nicht gibt. Es gibt keinen GO-Antrag auf Wiederholung der Auszählung. Tut mir leid. Entschuldigung, okay. Ich habe noch eine Ergänzung. Der Wahlleiter hat das Wort. Ich habe noch eine Ergänzung. Tut mir leid, da ist das, was bei dem Namen Marmesfeld verrutscht. Auf Gerwald Klaus Brunner entfielen 101 Stimmen mit 31% und auf Klaus-Peter Klaus entfielen 20 Stimmen mit 6%. Ich bitte das zu entschuldigen. Das hat nichts sonst damit zu tun. Es geht nur, dass wir bei dem Auszählen die Nummern benutzt haben und es war verrutscht. Tut mir leid. Okay, also um es nochmal zu sagen, es gibt keinen GO-Antrag auf Wiederholung der Auszählung. Ja? Das ist der springende Punkt. Es gibt höchstens die Möglichkeit, in diesem Fall auf neue Abstimmung. Aber es gibt keinen Antrag auf Wiederholung der Auszählung. Es gibt einen GO-Antrag von Michael Ickes. Wegen diesen Unregelmäßigkeiten, die da gerade vorgefallen sind, stelle ich den GO-Antrag auf Wiederholung der Abstimmung.
Gibt es eine Gegenrede? Gegenrede inhaltlich, es sind keine Unregelmäßigkeiten. Edith hat nur versehentlich zwei Zeilen vertauscht. Mehr ist das nicht. Die Wahl ist ansonsten, soweit ich das beurteilen kann, völlig korrekt gelaufen. Es ist ein reiner Zeilentauscher. Alternativantrag? Alternativantrag oder Gegenrede? Nein, geht nicht. Ja. Also, es gibt jetzt nur die Möglichkeit zur Gegenrede oder zu einem Alternativantrag, ja? Also keine neuen GO-Anträge. Okay, gibt es noch weitere Gegenrede? Nein? Dann stelle ich den Antrag auf Wiederholung der Wahl zur Abstimmung. Ja, es ist sehr eindeutig, auch wenn das Licht nicht sehr stark ist, aber es sind überwiegend Nein-Stimmen. Dankeschön. Jetzt besteht die Möglichkeit, weitere GO-Anträge zu stellen, wenn es gewünscht ist. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann fahren wir jetzt fort mit der Wahl.